Hallo und herzlich willkommen bei den Garagengurus. Heute möchte ich mit euch diese schöne Pergola bauen. Und zwar mit meinem neuen Spielzeug. Und wie wir das machen, seht ihr gleich. Wie im Fernsehen so üblich, ich habe hier schon mal was vorbereitet und zwar habe ich die Bohle schon mal abgehobelt. Damit wir einfach nachher eine schön dünne Leimfuge bekommen und das alles vernünftig hält. Das ist die mittlere Bohle, und zwar genau diese hier. Die werden wir nachher noch mit zwei langen Brettern längs überplatten, damit wir einfach die vielen Gehrungsschnitte wieder vernünftig, wie bei Mauern, mit einem Brett mit einer durchgehenden Maserung überlagern, damit das richtig Stabilität bekommt. Und die ganzen Sachen werden wir jetzt zuschneiden. Das ist eins der beiden Bretter, die von außen gegenkommen, einfach damit wir eine kleine Optik haben und damit die vielen Schnitte überdeckt sind, um eine Halt reinzukriegen. Die müssen in der Mitte noch auf 10 Grad geschnitten werden. Und so sieht dann unser fertig verleimtes Holzstück aus. Ich habe mir zu Hause in SketchUp ja eine Konstruktion gemacht und habe mir da den oberen Bogen mal ausgedruckt. Dann muss ich das ja nicht umständlich mit den Radien aufzeichnen, sondern braucht man das einfach nur aufkleben. Ich habe mir meine Mitte schon angezeichnet, dass es auch genau mit meinem Holzstück fluchtet. Und werde das jetzt mit ganz normalen, handüblichen Bastelkleber ankleben, brauchst dann nur noch aussägen. Da zu meinen Rosenbogen natürlich auch noch Querstreben gehören, möchte ich die aus diesen Balken herstellen. Die habe ich vorher schon verleimt und gehobelt aus einzelnen kleinen Leisten. Habe mir eine Schablone gemacht, ähnlich wie ich es gerade beim Bogen gemacht habe, diesmal aber auf einer Sperrholzplatte, damit ich nachher die einzelnen Querstreben auch bündig fräsen kann. Wie vorhin bereits schon erwähnt, wollte ich meine Querstreben bündig fräsen. Dazu habe ich mir einen Bündigfräser eingespannt. Der unterscheidet sich zu einem normalen Fräser einfach darin, dass ihr ein Kugellager oben drauf habt, was genau die gleiche Breite hat wie der Fräser darunter. Wenn ihr euch eine Schablone angefertigt habt, könnt ihr diese auf dem Werkstück befestigen, an den Fräser heranführen. Das Kugellager verhindert, dass der Fräser tiefer eintaucht und ihr fräst euer unteres Werkstück genau der Schablone entsprechend bündig. Da ich meine Querstreben noch einlassen möchte, muss ich natürlich eine ganze Menge anzeichnen. Das ist auf so einem schön gerundeten Bogen, wie wir ihn haben, relativ kompliziert. Ich habe mir dazu einfach einen geraden Balken rausgesucht, an den ich meinen Bogen anlegen kann. Und wenn ich den dann rechts und links verzwingt habe, dass hier auch nichts mehr verrutscht, kann ich meine Maße sauber mit dem Winkel übertragen. Thank you.
So sieht unser Rosenbogen jetzt aus, nachdem ich die Querstreben eingepasst und geschliffen habe. Ich habe dem Grundträger hier noch eine Rundung verpasst, einfach damit das Ganze ein bisschen gefälliger aussieht. Als nächstes muss ich die Querstreben einleimen. Das Ganze streichen. Und dann werden wir das montieren. Ich hoffe, diese Folge von den Garagengurus hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert uns doch, besucht uns auf Facebook oder schreibt uns in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.